Mein lieber Freund von Stay on Fire, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte dir heute eine Frage stellen. Und zwar, was bedeutet es, wirklich Stärke zu haben? Was bedeutet es, Stärke zu haben? Ich meine, unsere Gesellschaft ist darauf getrimmt, Stärke zu zeigen. Es geht um Performance, es geht um Perfektion, es geht darum, erfolgreich zu sein. Weißt du, im Winter trainieren, im Sommer präsentieren. Bloß keinen Fehler machen, immer perfekt sein, Selfie hier, Selfie dort. Jeder möchte stark sein und deshalb stelle ich mir die Frage, was bedeutet es denn wirklich stark zu sein? Weil wenn ich in mein Leben gucke, dann sehe ich nicht nur Stärke, sondern sehe ich auch Schwäche. Dann sehe ich nicht nur Erfolg, sondern dann sehe ich auch Fehlschläge. Dann sehe ich nicht nur Freiheit, sondern dann sehe ich auch Verletzlichkeit. Und in einer Zeit, in der Stärke großgeschrieben wird, beginne ich Masken aufzusetzen und Ehrlichkeit abzulegen. Ich beginne außen zu täuschen und innen zu zerbrechen. Ich möchte perfekt sein und verliere dabei mich selbst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in einer ganz großen Illusion von Stärke leben. Bedeutet Stärke wirklich die Abwesenheit von Schwäche? Oder ist Stärke vielmehr das Zeigen von Schwäche? Vielleicht geht es darum, Masken abzulegen und Ehrlichkeit aufzusetzen. Vielleicht geht es darum, verletzlich zu sein und zu verstehen, dass man nicht perfekt sein kann. Vielleicht geht es darum, offen Schwäche zu zeigen. Darf ich dir etwas sagen? Du musst nicht perfekt sein. Und in einer Zeit, in der Stärke großgeschrieben wird, sind diejenigen stark, die Schwäche zeigen.